Es ist kaum 76 Jahre her, dass hier zuletzt ein Zug die beiden Ortschaften Altenhunden und Birkelbach verbunden hat. Die Bahnlinie wurde 1914 feierlich eröffnet und schon Mitte 1944 für den Personenverkehr gesperrt. Von nun an war sie nur noch für das Militär wichtig. Heute laufen Geschichtsinteressierte neben der alten Bahntrasse zum Heinsberger Tunnel, um zu sehen, mit welchen Schwierigkeiten man beim Bahnbau 1911 zu kämpfen hatte. Durch die Bahnlinie wurde das Kränkelbachtal künstlich vertieft. Die Trasse schnitt tief in das Gelände ein. Dadurch war die Bahnlinie tiefer wie das Bachbett. Damit die Arbeiten am Tunnel und Gleisbett nicht behindert wurden, musste man den Kränkelbach umleiten. Das natürliche Bachbett wurde getauscht und der Kränkelbach bekam eine Wasserbrücke, das sogenannte Aquädukt. Wenn im Frühjahr die Schmelzwasser vom Rotherkamm ins Tal flossen, wurden sie in einen neuen Geröllabschaler geleitet. Dort sollte der Unrat zurückbleiben, bevor es über die Wasserbrücke weitergeleitet wurde. Kränkelbach-Aquädukt wurde in einer Eisenbetonbauweise errichtet. Für das gerade beginnende 20. Jahrhundert war dieses eine sehr fortschrittliche Bauleistung. Heute steht an einem Ende der Wasserbrücke eine Aussichtsplattform mit einem kleinen Modell. Hier an diesem kleinen Modell kann man nachvollziehen, was sich Ingenieure vor über 100 Jahren gedacht haben. Zum Ende des 19. Jahrhunderts kam die Idee auf, die Ruhr-Sieg-Strecke mit der Main-Weser-Bahn zu verbinden. Die Planungen wurden aufgrund der Kriegszeit auf Eis gelegt. Nach der Gründung des Deutschen Reiches nahm man aber bald die Planung wieder auf. Um 1907 kam der Startschuss von der Königlich Preußischen Eisenbahn und die Arbeiten an der Bahnlinie begannen überall. Massenhaft Arbeitskräfte wurden benötigt und sie kamen von überall her, in die Wälder, um mitzuwirken, bei der Bahn. Geländeeinschnitte, Bahndämme errichten, viel Material musste herangeschafft werden. Man plante mit 150.000 Mark pro Kilometer. Eine besondere Herausforderung waren die vielen Brücken und das Kernstück. Der Heinsberger Tunnel mit dem Kränkelbach-Aquädukt. Hier musste eigens eine Brücke für einen Bach gebaut werden. 1912 gelang der Firma Ernst Pack aus Letmathe der Durchbruch im Tunnel. Von da an war es nicht mehr lang, bis zur feierlichen Eröffnung der Bahnhöfe im Jahre 1914. Der große Tag der ersten Fahrt ist an jedem Bahnhof groß gefeiert worden. Dunkle Wolken weit am Horizont zogen auf, als der erste Zug das Heinsbergtal herauffuhr. Die Verbindung ins Edertal stand. Rund 24 Jahre später zogen auch wieder dunkle Wolken am Horizont auf. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen und das Schicksal der Bahnlinie nahm seinen Lauf. Wir stehen hier am westlichen Eingangsportal des 1300 Meter langen Heinsberger Tunnel. Nachdem hier fast 30 Jahre lang Personenzüge verkehrt haben, rückte dieser Ende des Zweiten Weltkriegs in den Fokus des Militärs.
Nach Aussagen von Zeitzeugen wurde der Tunnel als Unterstellmöglichkeit für Munitionszüge genutzt. Im Oktober 1944 wurde er als kriegswichtig eingestuft und für den Personenverkehr gesperrt. Zu dieser Zeit war die Bahnlinie Richtung Eder vorläufig schon fast Geschichte. Das Gleis war nicht mehr durchgängig im Tunnel. Die Organisation Todt beabsichtigte hier eine Uferlagerung, eine unterirdische Produktionsstätte im Tunnel auf 5200 Quadratmeter herzurichten. Das Tal wurde Sperrgebiet und ein Barackenlager wurde errichtet. Im Tunnel fanden Umbaumaßnahmen statt. Laut Wichert sollte die Firma Fulmina aus Mannheim hier eine Fahrzeug- und Bremsenfertigung geplant haben. Keine Maschinen zur Produktion wurden je geliefert. Um den Heinsberger Tunnel ranken sich Gerüchte und Mythen. Es sollen hier im Zweiten Weltkrieg V-2-Raketen gebaut worden sein. Oder es gibt hier ein weit verzweigtes Stollensystem. Nichts von dem ist hier passiert. Zunächst ist die Sohle des Tunnels 1944 auf der gesamten Länge bis Oberkante Schiene mit Beton aufgefüllt worden. Neben der bestehenden Schienentrasse ist ein Schmalspurgleis von 60 cm Spurweite angelegt worden, das ebenfalls bis Oberkante Schiene im Beton verschwand. So war der Boden eben und es konnten Dinge per Kleinbahn im Tunnel hin und her bewegt werden. Reste dieser Kleinbahn haben sich hier erhalten. Das Hauptgleis war an vielen Stellen unterbrochen. Es konnte also 1944 kein Zug mehr durchfahren. Ja, hier in der Tunnelwandung kann man deutlich sehen, dass das Mauerwerk weiß gestrichen worden ist. Man hat hier was herumgestrichen, hier etwas gelegen. Das lässt darauf schließen, dass hier in diesem Tunnel, im Heinsberger Tunnel, eine Beleuchtung vorhanden gewesen ist. Denn nur das war der Zweck dieses Anstrichs, dass man hier in dem Dunkeln des Tunnels was sehen konnte. Reflexion. Nachdem Teilbereiche weiß gestrichen waren, ist der Tunnel von der Organisation Todt elektrifiziert worden. An der Tunnelwandung erkennt man heute noch die Halter der Kabeltrassen. Von diesen Kabeln abgenommen verliefen Kabel in gewisse Schutznischen. Dort war eine Installation auf eigens eingebauten Holzbalken oder direkt im Mauerwerk befestigt. Reste von den Anschlüssen der Deckenbeleuchtung haben sich auch erhalten. In der linken Tunnelwand, von Heinsberg gesehen, wurden bestehende Wandnischen vergrößert, beziehungsweise es wurden welche hinzugefügt in verschiedenen Größen. An einigen Nischen erkennt man auch wieder deutlich, dass elektrische Installationen stattgefunden haben. Über den Grund und Zweck, den sie dienten, ist aufgrund fehlender Unterlagen und Aufzeichnung reine Spekulation. Es wurden hier auch keine Stollengänge zugemauert. Es sind nur größere Wandnischen. Etwa in 3,50 Meter Höhe wurden 1944 Doppel-T-Träger quer zum Tunnel nachträglich in die Wandung eingelassen. Über 200 Stück. Nach dem Krieg wurden sie mit dem Schneidbrenner demontiert, sowie auch die Kabel und Schienen entfernt wurden. Die Uferlagerung war nun Geschichte. In den letzten Weltkriegstagen, als die Amerikaner vorrückten, ist der Bahnhof Röspe bei einem Angriff komplett zerstört worden. Um den Ostermontag 1945 versetzte man der Bahnlinie den Todesstoß. Die Wehrmacht hatte auf ihrem Rückzug mindestens 5 von 30 Brücken gesprengt. Die Brücke am Rösper Bahnhof, die Brücke Röspe Herrenhaus, die Brücke bei Aalbaum, das Viadukt Würdinghausen und das Schwarzbach-Viadukt fielen dem Krieg zum Opfer. Deutschland lag am Boden zerstört und die Bahnlinie wurde ihrer Brücken beraubt. Heute findet man als Überrest noch den Brückenkopf des Schwarzbach-Viadukts im Gelände. Tief im Unterholz versteckt, hat sogar das Brückengeländer all die Zeit überdauert. Man findet noch viel
rechts und links der alten Bahntrasse. So wie hier in Heinsberg. Dort hat sich im Unterholz noch ein alter Telegrafenmast versteckt. In den folgenden Jahren nach dem Krieg wurde es aus Kostengründen nicht wieder versucht, die ganze Strecke zu beleben. Die alten Viadukte und Durchlässe, die Bahndämme verschwanden nach und nach aus den Orten. Auf den intakten Strecken von Altenhundem aus fuhr die Bahn noch bis in die 1980er Jahre bis Würdinghausen. Auf der Gegenrichtung von Birkelbach bis Röspe bis etwa 1964. Mit dem Rückbau der Gleisanlagen ging die Geschichte der Eisenbahn von Altenhundem bis Birkelbach endgültig zu Ende. Die vorletzte Brücke ist 1997 bei Birminghausen gesprengt worden. Die letzte steht noch in Kirchhunden. Das Heidmecker-Viadukt ist das letzte und steht heute unter Denkmalschutz. Der letzte Zeuge der königlichen preußischen Eisenbahn.